Stefan, wir haben in unserem langen Interviewformat den sogenannten Fragenhagel. Hatte ich da der Tequila schon drauf vorbereitet? Nee. Sehr gut, perfekt. Die Überraschung muss ja auch sein. Ja, Ja, so ist es ja. völlig okay. Also dieses ganze Interview, auch für die, die jetzt live dabei sind, beziehungsweise vielleicht von welchen Wissen die gerne angeschaut hätten, aber jetzt es nicht geschafft haben. Wir laden diese Interviews immer sowohl als Videoform bei YouTube bei uns hoch. Und auch die Audiospur gibt es aller Voraussicht nach bei uns bei Spotify. Die kann man dann für alle Pendler zum Beispiel im Auto dann schön nachhören als Podcast. Und wir haben eben dieses Kurzformat, den sogenannten Fragenhagel. Da geht es um kurze Fragen und um kurze Antworten, so Entweder-Oder-Geschichten. Und das wird ebenfalls auch bei YouTube hochgeladen. Und da habe ich heute die Fragen vorbereitet. Und die erste Frage ist, ob du bereit bist für den Fragenhagel. Ja klar, freue mich drauf. Sehr gut. Dann herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Trainer Stefan Bach vom TSV Strasberg. Stefan, Spieler oder Trainer? Spielertrainer. Flugball oder flacher Pass? Flugball. Hefe oder Helles? Boah, helles. Aufstieg als Meister oder in der Relegation? Ich habe es über Relegationen zweimal geschafft. Das war schon, ja, Relegation. 1-0 oder 5-4? 5-4. Auf welches Spiel freust du dich in der Rückrunde am meisten? Ich freue mich eigentlich auf jedes einzelne Spiel, aber besonders auf die Spiele, ja, Weiler, Laupheim, Friedrichshafen. Jung gegen alt, wer gewinnt? Ja, immer alt. Lieber ein junger Spieler oder ein alter Spieler? Ja, kommt drauf an. Also ich würde eher zum jungen Spieler tendiere, der ist entwicklungsfähiger. Was ist deine Lieblingsformation? 4-4-2. Ballbesitz oder Konter? Ballbesitz. Der TSV Strasberg kann den Aufstieg schaffen, wenn. Wenn unsere Spiele voll gewinnt. Letzte Frage. Am Ende der Saison belegt der TSV Strasberg den Platz. Zwischen 1 und 4. Wir lassen dich mal damit davonkommen. Vielen Dank. Sehr gut, sehr gut. Ja, die erste oder eine der Fragen des 1-0 oder 5-4 hatte ich ja schon beantwortet vorhin, Ja. deswegen war das jetzt ein witziger Zufall. Ja, das war cool. Ich hatte eigentlich gedacht, also die klassische Trainerantwort bei junger oder alter Spieler ist ja eigentlich ein guter Spieler, aber. Es gibt gute Junge und es gibt gute Alte, also ja. Aber ein guter Junge bringt mir momentan mehr wie ein guter Alter, der ja auf seine letzte Jahre. Ja, ich kann das Beispiel an mir selber ja auch nennen. Also, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ja, es geht schon noch was.